Thomas, du bist schon beim Vorbereiten. Heute ist ja wieder das Lawinenseminar, Freeride- und Skitourenseminar. Ich habe ja schon viele Veranstaltungen jetzt in Rom angehalten auf der Bichalm. Ja, also wir sind jetzt sicher schon 4, 5 Mal, 6 Mal sowas herumgewesen. Wir haben grundsätzlich zwei verschiedene Module, die mal ein bisschen abwechselnd, einmal Nachmittag, einmal am Abend. Das sind die Module Notfalllawine, also alles, was es da hat, wie man reagiert, wie die Notfallausrüstung ist, wenn es zu den Lawinenunfall kommt. Und eigentlich für mich fast das Wichtigere im Modul ist der theoretische Teil, wo es um die Tourenplanung geht, dass man den Unfalllawine einfach generell schon mal vermeidet, dass es gar nicht so weit kommt. Also ganz wichtig ist natürlich, dass jeder, ich sage jetzt mal Wintersportler, Lawinenschaufel, Sonden und LVS-Gerät mit hat. Patricia, warum seid ihr heute da? Ja, wir haben jetzt gerade zum Turnski gehen eigentlich so richtig angefangen und uns hat das halt einfach so mal interessieren, was auch im Notfall, also was wir da halt auch einfach da messen. Deswegen haben wir uns eigentlich angemeldet. Und was erwartet ihr euch von dem Tag heute, vom Nachmittag? Ja, dass man einfach sieht, wenn was echt passiert, was wir da messen, wie man auch selber einfach eingreifen kann, wenn echt was passieren darf, wenn wir halt Turnski gehen. Ja, in der Praxis, viel haben das Material dabei, aber wenn es dann wirklich zum Suchen kommt, oder wenn es wirklich so weit ist, schaut es oft noch echt anders aus. Gell? Vor allem kommt nachher ein wenig Hektik und auch natürlich verständlicherweise auch ein Stressfaktor dazu. Dann ist das Ganze gleich nicht mehr so einfach und lustig, wie es jetzt da beim Üben ist. Also Zielgruppe Skitourengeher, Freerider, wie der Name schon sagt, Gründerstufe ist ganz egal. Also vom kompletten Anfänger, der da mal reinschnuppern möchte, bis hin zu Leute, die viel unterwegs sind, schon viel unterwegs gewesen sind, um das Ganze wieder mal aufzufrischen, das ist eigentlich unsere Zielgruppe. Da sind wir auch flexibel. Also wir richten uns da immer nach den Teilnehmern, was wir dann auch ganz genau machen. Wenn wir jetzt eine Gruppe mit totalen Neulingen haben, fangen wir natürlich ganz unten an. Aber wenn wer kommt, der es da schon ein bisschen Erfahrung mitbringt, dann steigen wir woanders ein und können da reagieren wir eigentlich auch flexibel. Wir werden das auch vor allem mit den jüngeren Leuten ein bisschen spielerisch aufbauen. Es soll ja der Spaß im Vordergrund stehen, dass nicht gleich so da ernst zugeht. Und dann war es gut, wenn sie es selber auch daheim wieder mal ausprobieren, von Zeit zu Zeit und einfach ständig oder alle wieder mal üben. Georg, ich habe jetzt gerade mit den Bergführern ein bisschen geredet, wegen einem 1x1. Es ist ja so eine super Sache. Du bist ja Initiator, Ideengeber. Du tust ja sowieso sehr viel in Sachen Sicherheit am Berg. Wie bist du jetzt auf die Idee gekommen, da so 2-mal in der Woche ein Lawinenseminar zu initiieren? Ja, die Idee ist daraus entstanden, dass relativ viele Leute zu mir ins Geschäft kommen und mich fragen, wann denn wieder ein Lawinenseminar ist. Eins mache ich ja Anfang Dezember. Das ist relativ großes, geht über 2 Tage. Und jetzt haben wir der Würtel, Walter und ich entschlossen, dass wir irgendwas Kleines machen möchten. Und das machen wir jetzt 2-mal wöchentlich sogar. Und da haben wir uns natürlich ein paar Partner ins Boot geholt. Und ja, und jetzt schauen wir, dass wir das so durchziehen. Und der Start ist schon mal ganz gut gewesen. Und wer sind jetzt da die Partner, die da in Kitzbühel alle zusammenspielen, um das Thema Sicherheit in den Vordergrund zu stellen? Ja, ich habe einmal 2 ganz engagierte Bergführer, die haben wir eh schon im Bild gehabt. Das ist der Rabel Thomas und der Bergtraini. Und das Ganze muss natürlich auch finanziell ein bisschen abgesichert sein. Und da greift uns die Bergbahn AG Kitzbühel und der Tourismus, Kitzbühel Tourismus, sehr großartig unter die Arme. Und dadurch können wir das auch kostenlos zur Verfügung stellen. Also das ist ja super nachher. Und wenn man denkt, das hat im Februar begonnen und geht noch Ende März, das heißt, wie viele Veranstaltungen sind da geplant? Ja, wir haben an die knapp 40 Module, was wir da anbieten. Und ja, und ich glaube, da kann sich ja jeder was finden, wer interessiert ist. Für uns Kitzbühler, aber auch für die Gäste, hast du ja ganz ein Netzplatz gefunden. Ja, die Bichlalm ist ja seit heuer wieder in aller Munde. Es ist ein Schmuckstückerl aufgebaut worden vom Gasteiger Klaus und seinem Buben, Nico. Und da haben wir natürlich gleich angefragt, ob wir da Gastzeit dürfen.
und wir sind da herzlich aufgenommen worden. Wie der Reini uns zuerst noch erzählt hat, dass er alle wart und bis zum Schluss dann noch sogar mit den Leuten runterfährt. Ja, das ist uns ganz wichtig. Es ist ein Treffpunkt am Berg, aber letztendlich muss ja jeder wieder ins Tal. Ja, Georg, dann gehen wir auch mal zum Seminar, damit wir auch noch was lernen und schauen uns auch ein bisschen an. Ja, die Leute, glaube ich, warten schon. Jetzt ist es knapp 10 vor 3 und um 3 geht's los. Und dann losen wir da noch ein bisschen rein und schauen, was uns die Bergführer da heute verzünden.